Heute zeigen wir euch mal ein ganz besonderes Modell. Wir befinden uns im schönen Eichsfeld auf der Alte Burg, überhalb vom Reifenstein. Dort war mal eine Burg oder ein Schloss, wie auch bei dem Fahrrad dabei ist. Und zwar beim Riese und Müller Hommage. Was ist das Besondere am Hommage, abgesehen von dem Faltschloss, was hier dabei ist? Wir haben hier einen speziellen Charakter, eine spezielle Optik, also das ist nicht jedermanns Sache. Aber worum geht es bei dem Fahrrad? Was ist das Besondere? Das ist ein Fully für jemanden, der einfach sagt, ich brauche einen tiefen Einstieg, ich will etwas gemütlicher sitzen und ich brauche auch einen E-Antrieb und ich möchte nicht so ein Fahrrad, wie du fährst, Michael, so eine Racebude, sage ich mal, sondern einfach was Schönes, Solides, wo ich auch mal gemütlich im Wald fahren kann, gemütlich sitzen kann, egal ob irgendwas im Rücken zwickt etc. Ich habe nämlich hier auch das Fully aus dem Hause Riese und Müller mit dem tiefen Einstieg. Es gibt noch andere Räder bei Riese und Müller, aber heute mal dieses Rad. Ich habe im Prinzip alles dran, was ein Mountainbike braucht. Dicke Reifen, hier mit wenig Profil, gibt es auch mit mehr Profil. Ich habe vorne meinen Gabel, Luftgabel, die ich schön einstellen kann. Ich habe hier unten meinen Dämpfer drin, um wirklich da den maximalen Komfort rauszuholen, zur weiteren Sicherheit, zum Verladen etc. Die absenkbare Sattelstütze, steuerbar vom Lenker aus. Und ansonsten alles andere, wie ich es vom normalen Fahrrad oder E-Bike kenne. Das Fahrrad gibt es in zig Varianten, das heißt mit Kettenschaltung, mit dem Riemen über die stufenlose Enviolo, über elektronische 14-Gang-Roloff, die E14. Ich habe Ergonomiegriffe, Scheiben gebremst, vorne, hinten, schön bequem Sattel, aber austauschbar mit 625 Wattstunden. Oder sogar Doppelakku-Funktion, dann sind sie beide nebeneinander. Über die Reifen habe ich schon gesprochen, da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein starkes Licht von Supernova, also schön mit Bremslicht hinten und mit einem schönen, tollen Frontlicht mit Auf- und Abblendlicht. Das steuere ich selber, habe ich einen Taster vorne und den schönen Bremslicht, damit auch der Gatte oder die Gattin weiß, oh, vorne wird gebremst, ich muss aufpassen. Also, das All-in-One-Bike. Optisch ist eine Sache für sich, aber fahrtechnisch mega schön. Es hat natürlich aufgrund der ganzen Möglichkeiten ein ordentliches Gewicht, aber wer einmal damit fährt, dem wird das natürlich gefallen, weil das ist wirklich das Rad, um nochmal auf Abenteuerjagd zu gehen. Ja, und ich werde das jetzt mal ein paar Meter testen, wie sich's fahren lässt und ja, dafür bin ich auch natürlich gleich im Wald. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten sind natürlich auch das Display. Vom Standard-Display über verschiedene Farbdisplays bis hoch zum Nyon mit Navigation, wenn ich sage, ich möchte große Zahlen, ich möchte das in Farbe und vielleicht auch eine Landkarte vor mir haben, das ist alles schon vorinstalliert, dann nehme ich das natürlich das große neue Nyon. Vorne Gepäckträger, wenn mal ein bisschen mehr dabei sein soll, gibt es auch mit Tasche, kann man aber auch weglassen. Und natürlich der Gepäckträger hinten, der sehr groß ist, aber das liegt halt daran, dass ich dieses Freischwebende brauche aufgrund des Dämpfers hinten. Das hat seinen Vorteil, Kindersitz etc. kann man sich auch dran bauen. Es ist ein mega tolles Rad mit verschiedensten Möglichkeiten und auch dem Bosch CX Motor, der dieses Gewicht auch überall hochbringt. Also von daher unbedingt mal testen, haben wir immer vorrätig und es ist auch bestellbar bei Riese und Müller.